Oliver Varg Jürgensen hat im Keller des Berliner Hanfmuseums sein improvisiertes Büro. Früher war er Beauftragter für Suchtpolitik der Piratenpartei. Heute gehört er zu den Gründern eines sogenannten Cannabis Social Clubs. Ein Verein, der nach der geplanten Legalisierung Cannabis anbauen und abgeben will. Es findet eine Abgabe unter hermetischen Bedingungen statt. Also unter Ausschluss der Öffentlichkeit, ausschließlich innerhalb des Vereins unter Mitgliedern. Dadurch werden eben Jugendschutz gewährleistet, sicherer Konsum und solche Sachen, problematischer Konsum kann sehr früh erkannt werden. Varg Jürgensen und der Bundesgesundheitsminister sind sich zumindest in einer Sache einig. Darin, dass die derzeitige Cannabis-Kontrollpolitik gescheitert sei. So bilanzierten Karl Lauterbach und Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir heute bei der Vorstellung der Gesetzespläne die bisherige Arbeit der Ampel. Wir schaffen kein Problem, sondern wir versuchen, ein Problem zu lösen. Und wir wissen auch, dass wir mit der alleinigen Verschärfung des Strafrechts nicht weiterkommen. Das Ziel ist ganz klar, dass wir beim Cannabiskonsum mehr Sicherheit bieten wollen. So solle einerseits die Qualität des Cannabis garantiert werden, andererseits die Drogenkriminalität gemindert. Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir gab sich selbst bewusst, der Schwarzmarkt werde sich schwarz ärgern. Wir bringen zwei Dinge zusammen. Auf der einen Seite geben wir das Hanf frei und auf der anderen Seite stärken wir den Kinder- und Jugendschutz. Das soll laut den Gesetzesplänen so funktionieren. Erwachsene sollen bis zu 25 Gramm Cannabis legal besitzen dürfen. Ebenso soll der Eigenanbau von bis zu 3 weiblichen Hanfpflanzen erlaubt sein. Nicht profitorientierte Vereine, die Cannabis Social Clubs, sollen Cannabis anbauen und an Mitglieder abgeben dürfen, bis zu 50 Gramm monatlich. Bei unter 21-Jährigen dürfen es nur bis zu 30 Gramm im Monat sein. Dabei gilt für diese Gruppe eine Obergrenze beim THC-Gehalt. In der Öffentlichkeit ist Cannabis in der Nähe von Bildungseinrichtungen verboten. Bis zu den Abendstunden beispielsweise auch in Fußgängerzonen. Die Berlinerinnen und Berliner haben unterschiedliche Meinungen zu den Plänen der Regierung. Ich bin dafür, dass es nicht legalisiert werden soll. Weil? Es ist einfach schädlich für die Menschheit. Also ich habe selber mal Erfahrung gehabt und das war keine gute Erfahrung. Für die Leute, die es kaufen, ist es natürlich besser, weil die dann nicht immer irgendwie zu irgendwelchen Verbrechern gehen müssen. Im Hanfmuseum hätte man sich hingegen noch mehr von den Gesetzesplänen erhofft. Es ist schon ein erster Schritt. Eigentlich ist es die Erfüllung unserer Minimalforderung. Entkriminalisierung und das Erlauben von Vereinen, Anbaugemeinschaften. Einen kommerziellen Vertrieb soll es erst einmal nicht geben. Aber wenn es nach der Ampel geht, könnte Cannabiskonsum noch in diesem Jahr legal werden.